Schönen guten Tag, meine Lieben. Ich grüße euch zu einer weiteren Folge Ghosts of Tsushima. Heute werden wir uns der zweiten Rüstung widmen. Ich habe auch schon ein bisschen vorgespielt. Hier gibt es übrigens Schneestürme. Ich habe noch die beiden Fragezeichen hier gemacht nach der letzten Folge. Und irgendwie bin ich hier fast gestorben durch einen Schneesturm. Ich glaube es nicht, ich habe es noch nie erlebt. Aber es wurde ganz weiß und neblig und ich habe nichts mehr gesehen und meine Energie ging ganz schnell flöten. Mit Schnellreise konnte ich mich dann noch retten. Und ja, dann musste ich erstmal von hier aus den Weg hier hochfinden, weil hier so ein Fluss lang geht. Gar nicht so einfach, hier einen Weg hinzufinden. Aber ich habe es geschafft, bin jetzt an dem zweiten Zielort. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt die zweite Rüstung des Khans. Oh, schon wieder. Jedes Mal. Na gut. So, mal gucken. Kann ich die nicht einfach so loslassen? Bitte tut das! Ihr wisst schon, dass ich nicht mehr stehe. Das geht noch eine Weile so. Gut, ich denke mal, ich nehme noch einen anderen Weg. Wo ich noch nicht entdeckt wurde. Oh. Nee, jetzt ist wieder. Ach, Köter haben die auch noch. Guck genau an. Ah. Na gut, dann machen wir doch die halbe Tour. Okay, dann machen wir das erste Banner. So, den hätten wir auch. Mal schauen. Oh, wird schaffen. Obwohl, das muss ich gar nicht, den so zu töten. Und sehr schön, Pfeile gibt es hier auch neue. Warte, wenn ich jetzt den töte, sieht der da hinten, dass wenn der nicht abhaut. Haben wir schon gesehen? Nee, noch nicht. Ein Glück. Der sieht ja nicht, oder?
könnte ich ein Kettenattentat machen, wenn die nahe noch kommen. Und ja, die laufen ja perfekt nebeneinander. Das sieht schon ziemlich dämlich aus. Was war das denn? Die cheaten hier oder so. Wo ist der denn gerannt? Habt ihr sie wieder weggerannt ist? Das ist ein Feigling. Oh, super. Ist der Offizier weg. Eine halbe Stunde an dem Ding sitzen. Ich will mich eh gleich. Oh, gut gehabt. Ich könnte mal ja so ein Attentat machen. Wenn der hier vorbeikommt, mal gucken. Oh. Der guckt genau in die Richtung hier. Hoi! Gut, geh go! Jetzt das Ding! Ende hat er! Gut, nicht ganz wie erwartet gelaufen, aber oh mein Gott, es hat funktioniert letztendlich. Und das seht ihr nur. So, 1 von 3 Flügeln haben wir weg. Banner haben wir 1 von 4. Ach, kommt er runter hier? Na, perfekt. Ich mag irgendwie auch mal runterkommen, ne? Und von hier kommen. Der kommt wahrscheinlich auch gleich her. Na komm, den sieht er doch auch, oder? Oh, tut mir jetzt aber leid. So, klappt ja bis jetzt wunderbar.
Also besser als bei dem ersten, muss ich sagen. Gut, jetzt weiß ich auch, was mich erwartet. So, hier haben wir das Banner. Da geht's. Kugelfrei. So. Gut. Auch geschafft. Weil die alle wieder kriege. So, da unten ist noch irgendwas. Ach, so ein blöd Banner. Ui. Oh, das war knapp. Das war jetzt irgendwie nicht so. Jetzt müssen wir so rumlatschen. Ja, ich könnte die Verbleibenden natürlich jetzt auch so holen, auch wie letzte Mal, aber in dem Fall muss ich sagen, will ich es mal anders machen. Und will den großen Ober voll Idioten hier oben. Wenn es klappt, mit einem Giftfall oder einem. Ja, doch, mit einem Giftfall versehen. Okay, 4 von 4. Zerstöre das Spar. Mehr gibt's hier nicht? Soll ich noch einen Boss geben oder nicht? Okay, ach, da ist noch einer. Gut, okay, das würde ihn eben hochschützen, da oben, der kann da am Arsch. Ich dachte, hier ist wieder so ein speziellen Boss oder so. Aber auch okay. Ah, doch, muss es ja geben. Das ist ja nicht, ne? So. Wenn man da Rüstung haben will, muss ja jetzt der Boss kommen. Ach, kommt automatisch. Na gut, wer hätte das gedacht? Oh, die Rüstung cool aussieht mit Gold und so. Das scheint so eine Art goldene Rüstung zu sein. Ach, gar nicht wie er aussieht. Und die anderen, die alle wegrennen. Teil der Rüstung, die für den Khan bestimmt war. So, jetzt haben wir die Arme, die Stiefel. Finde nur die restlichen Beine. Oder fehlt noch ein Teil? Ich weiß gar nicht. Super.
Okay. Ja, doch schneller als erwartet. Und wir machen gleich einen Bereich frei hier und dann sehen wir auch gleich. Ah, okay. Super, jetzt habe ich gleich einen Schnellreisepunkt hier. So, der letzte ist da hinten. Nee, oder? Nee, ist was anderes gewesen. Ich glaube, das ist dies hier, oder? Aber das bringt uns von da auch nicht. Ah, nö. Die Kurke über den Pferd nie ordentlich raus. Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal zur nächsten hin. Vielleicht schaffen wir die auch in den Durchgang, ich weiß gar nicht. Ob wir das schaffen in einer Folge. Was? Warm. Scheint hier links oben zu sein, oder? Es sieht zumindest danach aus. Bitterhügel-Garnison. Okay. Dann gucken wir mal, voilà, ob wir das unerschaffen. Und ob dort der richtige ist. Ich weiß es gerade gar nicht, ob das jetzt dazugehört, oder? Besiege die Mongolen, Bonus Immortal. Ich glaube, das ist was anderes hier. Hui! Arvo! Salve, Pitz! Oh Mann. Den Wacker haben die alle doch, finde ich, aber gut. So. Das ist ja die Frage. Vielleicht ist drin Giftpfeil. Nee, gar nicht davon. Giftpfeil. Mann! Nee, so rum. Halluzinationspfeil. Ah, so weit wieder. Also wenn wir es schaffen, hier rinzukommen, von der Seite... Ah, verdammt. Gut, ich glaube, ich habe es jetzt schon mal einigermaßen gut. So... Man sieht gerade. Ich hab die Kettenattentat gemacht und irgendwie. Hat das nicht funktioniert.
Aber gut zu wissen, dass sie wieder so ein Ding haben. Ach, dieses Scheißviech. Ah! Toll. Ach komm, hör auf. Also mit dem Schleichen, das kann ich mir wohl abschminken. Sat ihr's mit den Serumstepper? Warte, lass! Ach, da oben. So. Wie, geht er da? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist keiner da. Oh, Tatsache, es war's schon. Gut, ich glaube, da kommt jetzt noch irgendwas, aber. Gut, das war wohl nicht die Rüstung des Kahns. Gut. Hätte ja sein können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die dritte ist. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Aber da noch nicht so viel Zeit fangen ist, würde ich sagen. Machen wir noch die Mission mit dem Vater. Eine kleine Mission. Ah, da ist sie ja schon. Genta. Mein armer Junge,
Warum ausgerechnet du? Was ist hier passiert? Die Mongolen haben herausgefunden, dass meine Söhne einen ihrer Vorratswagen verbrannt haben. Ich musste entscheiden, welchen Sohn sie zur Strafe töten sollen. Tut mir leid. Was ist mit eurem anderen Sohn? Sie nahmen ihn mit. Es war sicher Chutas Idee, die Vorräte zu verbrennen. Er könnte noch leben. Wohin sind sie gegangen? Über die Brücke. Aber das sind die nicht, ne? Nee. Traut euch nur! Nee, das sind die auf jeden Fall nicht. Die anderen sind nicht zu tun. Das ist nicht zu euren Horsten! Oh, was war denn das jetzt? Eieiei. Meine Güte. Die kann ich absolut nicht leiden. Und die mit dem Feuer. Die sind echt scheiße. So. Ah, kleine Pflanze. Die kann ich gleich mitnehmen. Ne, kann ich nicht. Na gut. Ach ja, das war Gift. Stimmt. So. Hier sind Fußspuren. Die müssen wir jetzt lang. Okay. Ah. Ich sehe schon, wo das hinführen wird, zu dem Haus da oben. Die Spuren führen zu diesem Gehöft. Oh! Ach, verdammt. Oh, die haben sie gar nicht mitgekriegt, wa? Oops. Ted Harvard went. Nick in the middle of Harvard went. And I was Harvard also. Oi, who do you think is that? We have two men. Some bitch was in the middle of the day. Oh, it's bitch. Ring have Dürberger.
langsam ist er nicht. Na gut. Hier drüben! Ja doch, ich komme da. Alles wird wieder gut. Danke. Euer Vater erzählte mir, dass er euch retten wollte. Mich retten? Die Mongolen fragten, wen sie verschonen sollten. Er nannte den Namen meines Bruders, ohne zu zögern. Als er merkte, dass sie Genta töten wollten, flehte er sie an, mich zu nehmen. Ich will ihn nicht sehen. All das ist geschehen, weil ich Genta bat, diesen Wagen mit mir zu verbrennen. Was soll ich eurem Vater sagen? Dass ihr zu spät kamt, um mich zu retten. Na gut, dann gehen wir mal zurück zum... Ach. Naja, das Faule ist gerade nicht mit Schnellreise hier. Oh. Ja. Naja, netter Vater auf jeden Fall, ne? Wer will kämpfen? Ja gut, die muss ich wohl noch machen. Ah! Oh Mann, aber geschafft. Bitte, helft mir! Natürlich. Bald seid ihr frei. Ihr seid frei. Sucht euch ein sicheres Versteck. Ich werde nicht weit kommen. Die Mongolen kontrollieren die nahe Straße. Sie ergreifen jeden Passanten. Überlasst diese Mongolen mir. Vor denen seid ihr bald sicher. Okay. Muss ich genau welche machen? Das klang jetzt so komisch. Ah, okay. Die muss ich gar nicht jetzt machen. Der Vater ist nicht hier. Vielleicht hinterließ er ja etwas. Aha, hier war ja. Jetzt ist noch ein Abjahr, der Feigling. Nett. Bald kann er ja nie gekommen sein. Oh. Oh. Die Schuld war zu viel. Er hat sich ertränkt. Aber die Mongolen trieben ihn so weit. Tja. So ist das halt, ne? So ist das halt. Ich habe schon wieder drei technische Punkte. Freude. Ach so. Tja. Na schön, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal aus. Und für die nächste Folge suche ich dann schon mal die Stelle oder gucke mal, wo die richtige Stelle ist. Wo die restliche
die restlichen Teile der Rüstung versteckt sind. Denn die will ich haben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Auch Kommentare sind gern gesehen. Und dann macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.